Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Flife. Wir machen heute wieder ein kleines Box-Opening und zwar von den Green Beats oder Green Balls, was es ja eigentlich sein sollten. Es leckt jetzt gerade ein kleines bisschen, sorry da, wobei ganz ehrlich, ich kann die nächste zumachen, aber meint jetzt sollte es auf jeden Fall besser sein. Genau, wir machen die Green Beats auf, allerdings das sind nicht meine, die machen wir gleich danach auf, ich habe 10 Stück. Das sind jetzt ein paar mehr, kann man leider so schlecht abschätzen. Also ja, es sind 12, 17, 20, okay. Ja, weil sie halt nicht stacken. War noch ein großer Negativfaktor dieses Events leider. Und ja, wenn ihr euch daran erinnert, ich habe diese Treasure Chests für Atom aufgemacht. Das sind jetzt auch seine, von den letzten beiden Events, seine Sachen. Die machen wir auch noch auf. Ist ja eh alles hier gesammelt. Und dann mache ich meine auch noch auf. Die mache ich aber wahrscheinlich auf dem anderen Char auf, je nachdem. Aber ja, dann vermischen sich hier die Items nicht. Das wäre nämlich nicht so gut, genau. Aber ja, dann würde ich sagen, fangen wir auf jeden Fall mit den Green Beats an, logischerweise. Und ich hoffe, dann 247 Halloween-Boxen nehmen nicht zu viel Platz weg. Aber ich sag mal, die Halloween-Box-Items, die kann man ja relativ gut auseinanderhalten. Ja, und dann würde ich auch einfach sagen, eigentlich könnte man es... Oh, man könnte die Items auf... Ah, wobei, das ist riskant, nicht, dass dann Item... Ja, na, das machen wir lieber nicht. Nicht, dass ich dann aus Versehen noch irgendwie, keine Ahnung, irgendein Item aktiviere. Und bei gut, okay, die Transis kann man nicht aktivieren. Friendship B kann man eigentlich auch nicht einfach so aktivieren. Aber lassen wir es einfach. Komm, let's go. Zack, 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 zack. Kurz und schmerzlos. Eine Transi haben wir schon bekommen. Oh mein Gott. What? Oh, okay. Ja, aber eigentlich, nevermind, nicht okay. Und na, was, das waren nur 18? Warte mal, 6, 12, 5, 17 und 3. Hä, bin ich irgendwie zu blöd zum Rechnen? 6? Das, ah nein, hier oben waren es nur 4, oder? Dann wären es aber 17 gewesen. Warte mal. Warum haben wir jetzt so viel? Ich habe auch ganz sicher kein Item aktiviert, weil man kann die gar nicht einfach so aktivieren. Also, kann man schon, aber ich meine, da muss man erstmal was machen. Hä? What the fuck, man? Bin ich eigentlich komplett retarded? Also ich bin... Oh! Ich bin echt komplett retarded. Ich habe vergessen, dass das fucking Mokomochi hier drin ist. LMAO. Ah, verdammt nochmal. Ich habe es aber echt nicht gesehen. Scheiße, aber 2 Stücke aus 20? Das ist ziemlich gut, glaube ich. Ja, also die Teile sind, glaube ich, nicht mehr viel wert. Wir können mal kurz nachgucken, jetzt wenn man es eh schon direkt daneben steht. Pink, na, nice Rechtschreibung. Ja, das war jetzt auch gut. Ja, wobei es geht eigentlich sogar noch 1,5. Ja, aber davon gibt es natürlich sehr viele. Also, ja, das ist jetzt nicht wirklich selten. Aber gut. Dann machen wir die Halloween-Boxen noch auf. 247 Stück. Die werden jetzt wahrscheinlich das Inventar sprengen, aber naja. Das lässt sich nicht ändern. Ah, genau, das waren die Halloween-Tickets. True, die sahen so aus. Genau, Hauptgewinn hier sind natürlich die Blessing auf Baruna und Enabled auf Baruna, falls es schon jemand vergessen hat. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Baby-Albert-Boxen wegwerfen darf, deswegen lagere ich es jetzt mal ein. Und die Magic Brooms. Müssen wir nur kurz abgrenzen. Ja gut, okay, so ein Zeug kann eh nicht in irgendwelchen Kisten drin sein. Lagern wir das kurz ein. Wie viel waren es? 247, ne? Das heißt, wir haben uns 120 Stück aufgemacht. Ja, das müsste echt locker. Das müsste locker gehen. So. Kann ja auch sogar mit geöffneter Bank aufmachen. Dann haben wir 6 und 4. Na, das reicht natürlich nicht. Ja, müssen wir nochmal kurz leeren. 47 haben wir noch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar ziemlich gut, oder? Ich war gerade im Nachrechnen oder im Überlegen, aber mir fällt es nicht mehr ein, wie viele ich ungefähr raus hatte. Aber doch, ich meine schon. 7 und 7 aus 247 Stück. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Aber egal, auf jeden Fall, das waren die Halloween-Boxen und dann haben wir noch, wie gesagt, jetzt den hier, den Camarado Musientos, was auch immer das heißen soll. Ich habe mir einfach irgendwas ausgedacht.
Genau, gut. Jetzt weiß ich, dass auch Pink Mokomochi drin sein können. Das wusste ich natürlich auch so. Ich habe es echt vergessen gehabt. Gucken wir mal, wie viel Glück wir haben. Eine Transi. Ich hatte sogar 11? Ich hatte sogar 11. Alter. Wie viel hat er? Er hat zwei Transis und zwei Mokomochis. Das heißt, er hat vier gute. Vier gute aus 20. Ich habe ein gutes aus 11. Ach, hätte ich mal lieber meine zuerst aufgemacht. Naja, aber das kann man nicht ändern. Passiert halt. Ja gut, das Ganze ging jetzt deutlich schneller als erwartet, hätte ich gesagt. Aber ich habe jetzt nichts anderes mehr vorbereitet. Deswegen mal eine sehr kurze Folge. Aber ja, ich habe jetzt echt, ich dachte, es dauert ein kleines bisschen länger tatsächlich. Aber gut. Ist auch mal nicht schlecht, kurz und knackig. Und ja, dann schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.